Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir, diesmal auf Tilda, wie ihr sehen könnt. Ja, die gute Foxy ist ausgelevelt. Kurze Info, falls ihr das im Hintergrund hört, das sind meine Katzen, falls ihr was klopft hört, das sind meine Beine, die sind heute Morgen ein bisschen unruhig. Nur zur Info. Ja, das war mein Mann. Ja, also wie ihr sehen könnt, stehen wir hier gerade in Vorpinter. Die gute Foxy ist ausgelevelt, das heißt, es wird Zeit für ein neues Pferd. Ich meine, wir waren mit Foxy auch sehr lange unterwegs. Foxy ist im September 22 eingezogen. Also, ja, sie ist schon sehr lange dabei. Und, ja. Wird jetzt mal langsam Zeit für ein neues Pferd. Ich bin tatsächlich mir noch nicht ganz sicher, welches ich mir hole. Ich habe auch sehr lange gebraucht, tatsächlich, um mich für die Jorvikischen Startponys hier in Vorpinter zu entscheiden. Ich habe ja bereits schon eins. Hier die süße kleine Maus, die habe ich schon. Ich wollte eigentlich mir erst einen Isländer holen, konnte mich dort aber nicht für eine Farbe entscheiden. Dann wollte ich mir einen Isländer der zweiten Generation holen, konnte mich da aber auch nicht für eine Farbe entscheiden. Dann wollte ich mir einen Shire Horse holen. Konnte mich da aber auch nicht für eine Farbe entscheiden. Jetzt stehe ich hier bei den Jorvikischen Startponys und kann mich auch nicht für eine Farbe entscheiden. Beziehungsweise ich habe eigentlich nur zwei Favoriten. Einmal den Apfelschimmelschecke und den Buckskin-Schecken hier. Falbschecken, irgendwie sowas. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, ich tendiere eher zu diesem guten Stückchen hier. Sollen wir den holen, Foxy? Ich meine, auf Mackenzie habe ich alle. Und ich mag die Farben auch alle sehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich heute mal Lust hätte auf den guten hier. Genau, die habe ich ja schon. Ja, ich habe Lust auf dieses kleine Schnuggelstückchen hier. Okay. Packen wir mal mein schlaues Buch aus. Das Jorvikische Startpony ist ein Generation 3 Pferd, kam 2018 erstmals rein. Gibt es in 7 Farben. 6 davon stehen hier in Vorpinter auf dem Dock, auf dem Deck, Entschuldigung. Und eins davon gibt es in der App. Ist ab Level 1 kaufbar. Kostet normalerweise 350 Starcoins. Kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 0, Disziplin plus 0, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Ist wie gesagt ab Level 1 kaufbar. Und ein kleiner Funfact dazu: Das Jorvikische Startpony ist die erste Rasse, das eine eigene Meisterschaft und ein eigenes Rennen bekommen hat. Also die Ponymeisterschaft und das Ponyrennen. Und ursprünglich waren alle Ponys langsamer als die großen Pferde. Das wurde aber 2018 behoben, beziehungsweise wurden die Ponys dann auch gleich schnell gemacht. An dem Pony-Championat können trotz allem nur Ponys teilnehmen. Ja. Es hat natürlich keine speziellen Animationen. Es ist, wie gesagt, ein Startpferd und es ist eine fiktive Rasse, auch wenn es wahrscheinlich dem Shetland-Pony sehr nahe kommen soll. Hinweis: Dieses Pony ist zu einem ermäßigten Preis erhältlich, aber keine Sorge, es ist so schnell und liebenswert wie alle anderen. Die Wurzeln des Jorvikischen Ponys gehen auf die Kolonisierung von Jorvik vor vielen Jahrhunderten zurück. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Besiedlung der Insel. Seit jener Zeit üben diese kräftigen und willensstarken Ponys großen Einfluss auf den Charakter von Jorvik aus. Die Bewohner Jorviks verlassen sich auf sie als treue Begleiter, unermüdliche Arbeit und zuverlässige Rasenmäher. Dieses Pony hat seinen eigenen Kopf, ist aber loyal, wenn es drauf ankommt. Über die Jahrhunderte hinweg wurde das Jorvikische Pony mit anderen Rassen gekreuzt, wie etwa dem Islandpferd, dem Shetlandpony und dem Connemara-Pony, um die Eigenschaften zu verbessern, die dieses Pony unersetzbar machen. Das typische Jorvikische Pony ist klein, hat kräftige Beine und eine kurze, breite Kruppe. Seine breite Brust und sein muskulöser Rücken machen es zu einem ausdauernden Reitpony. Was dem Jorvikischen Pony an Größe fehlt, macht es durch Ehrgeiz und Entschlossenheit wett. Mit der passenden Reiterin kann dieses unauffällige Pony an allen Disziplinen ein ausgezeichnetes Wettbewerbspony sein. Entschuldigung. Ja, genau. Ich habe das süße kleine Tierchen ja bereits. Und ich finde es mega schön. Bei mir heißt sie Jellybean auf Mackenzie. Den Namen finde ich auch total süß für sie. Aber ich werde sie nicht so nennen, weil das sonst zu Verwirrung mit meiner anderen Jellybean kommen könnte. Ja,
Wir gucken uns jetzt erstmal die Gangarten an, dann gucken wir uns die, Mähen an und dann gehen wir ja weiter. So. Inaktiv haben wir gesehen, ist Gras, es guckt rum, es schlägt mit dem Schweif. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp. Und der schnelle Galopp. Ja, wie gesagt, eine spezielle Animation hat das Jorvikische Stadtpony nicht. Gut, dann gucken wir uns noch die Mähne an. Dann haben wir natürlich die Standardmähne, diese Wuschelmähne, total süß, total hübsch. Zweifarbig. Dann haben wir hier diese kurze Mähne. Achso, muss ich draufdrücken. Ja, dann haben wir hier diese kurze Mähne, auch hübsch. Würde ich ihr allerdings nicht drauf machen, dass sie bei mir eine Stute sein soll und das sieht ein bisschen hengstig aus. Dann haben wir hier diese kurze, die Zöpfchen. Übrigens, kleiner Fun Fact, dieses Gekringel hier, was man hier im sieht, sollte ursprünglich als Plässe dienen, weil diese Farbe in einer Abstimmung herausgefunden worden ist von den Spielern. Das war ursprünglich bei den Plässen dabei, hat leider nicht gewonnen, aber die Entwickler haben es trotzdem aufs Pferd gemacht, weil das so süß aussieht. Ja, und jetzt ist es da oben am Hals. So, dann haben wir hier diese etwas längere Mähne. Da finde ich es ehrlich gesagt sehr schön, wie hier die beiden Mähnenstreifen quasi so ein bisschen umwickelt sind. Und dann haben wir hier diese Mähne noch und diesen Schweif natürlich dann auch noch. Ja, ich bleibe aber tatsächlich bei der Standardmähne, weil mir die einfach am besten gefällt. Übrigens, wenn ich mich noch ein bisschen komisch anhöre, ich bin noch nicht lange wach und ich glaube, ich habe mich mal wieder erkältet. Ja, ich bleibe bei der Standardmähne, die gefällt mir am besten. Personalisieren und kaufen. Wirst du ein Hengstchen oder wirst du ein Stütchen? Ist für mich eher eine Stute tatsächlich. Sie ist bei mir ein Jungpferd. Yogakorn. Süß. June. June finde ich ein unwahrscheinlich hübscher Name. Oh, sie heißt einfach June bei mir. Oh, das ist so ein schöner Name. Oh ja, den mache ich. Oh. Oh, meine süße kleine June. Ja, das ist toll. Okay, Pferd kaufen. Ja, ich bin sicher, dass ich mir die Süße kaufen möchte. Hi. Oh, du bist so hübsch. Hallo Maus. Na? Ja. Ich werde die Süße in den Stall schicken und dann sehen wir uns gleich irgendwo, wo ich euch die Gangarten nochmal zeigen kann. Bis gleich. So, hier stehe ich jetzt mit unserer süßen kleinen June. Da, wo früher das alte Championat stand. Ja, das ist ja jetzt nach da hinten gewandert. Der Platz eignet sich gerade perfekt, um Pferde vorzustellen. ja. Also farblich gefällt die süße Maus mir unwahrscheinlich gut. Sie ist einfach toll. Ich liebe ja Schecken und einfach ihre Grundfarbe zusammen mit der Scheckung. Das ist einfach der Wahnsinn. Und auch die zweifarbige Mähne und auch, dass der Schweif so ein bisschen weiß hier oben ist, ist einfach wirklich toll. Sie hat von mir das schicke Zeug drauf bekommen, das es im Lifetime-Shop gibt. Ja, das hat sie drauf bekommen. Oh, sie hat gar kein Haustier dabei. Ziehe ich hier später noch eins an. Ja, wie gesagt, farblich gefällt sie mir wirklich sehr schön. Ich habe ja bereits auf Mackenzie, habe ich ja alle Jorvikischen Startponys. Ich habe auf Tilda selbst, habe ich ja schon meine Fluttershy, aber auch mein Sony, nee, das Vega. Das Vega habe ich ja auch noch. Deswegen, ich mag die Jorvikischen Startponys total gerne. Ich finde die super knuffig. Die Animationen gefallen mir, die Farben gefallen mir, also es ist wirklich viel Auswahl auch dabei. Ja, also wirklich hübsche Tiere. Und deswegen bin ich auch ganz froh darüber, dass ich mir jetzt doch noch ein zweites davon gekauft habe, beziehungsweise ein drittes. Ja, genug geschwafelt jetzt erstmal. Ich zeige euch jetzt die Gangarten und danach gibt es noch mein Fazit. Viel Spaß dabei.
waren die Gangarten von der süßen kleinen Maus? Also das Jovische Stadtpony bekommt von mir definitiv eine Kaufempfehlung. Es ist günstig, ja, es ist basic, es hat keine speziellen Animationen, aber das ist mir sowas von egal. Das Pferd ist einfach top. Ich mag die Animation, ich mag die Farbe, ich mag das Reitgefühl da drauf. Deswegen, es gibt von mir definitiv einen Daumen hoch für das Pferd. Es gab mal eine ganze Zeit lang den Bug, dass der Schopf hier quasi an der Stirn festgeklebt ist. Das haben sie aber schon vor langer, langer Zeit behoben. Aber den Bug gab es halt früher tatsächlich. Aber das Jovische Startpony ist einfach süß. Es schwingt vergnügt die Beine. Lapp, 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 lapp. Also ich finde das so toll. Und auch das Reitgefühl ist einfach der Hammer. Ich will mir überlegen, ob wir gerade das Pony-Championat einfach mitmachen sollen. Damit ihr direkt so ein Gefühl dafür bekommt. Ja, genau, wir machen das Pony-Championat gerade noch mit. Einfach mal so jetzt, damit ihr. Einfach jetzt so, damit ihr das Pferd quasi in Action sehen könnt auf Level 1. Das machen wir. Ich war noch aber direkt vor. Ich glaube, ich bin das Pony-Championat zweimal geritten oder so. Also ich habe absolut keinen Plan davon. Ja, ich werde dann jetzt die Zeit noch ein bisschen vorspulen. Beziehungsweise ich werde jetzt warten, bis das Pony-Championat losgeht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Gruppe wird erstellt. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das laufen wird. Wie gesagt, ich bin vielleicht das Pony-Championat ein- oder zweimal geritten. Ich habe absolut keinen Plan von dem Championat. Ich reite auch so generell nicht so oft die Championate mit tatsächlich. Obwohl ich sagen muss, dass es schon häufiger geworden ist, seit es für die Championate sowohl Geld als auch Pferdeerfahrungspunkte gibt. Ja. Ich hoffe, dass jetzt alles klappt läuft. Wundert euch nicht, wenn ich wenig rede. Ich muss mich konzentrieren. Oh, einer ist schon ausgeschieden. Ja, ist okay. Huck mich nicht so von der Seite an. Los! Kleines Pummelpony! Ja, auf Level 1 hat das natürlich keine Chance gegen die anderen. Ich hasse das, wenn die mir alle im Gesicht rumreiten. Ich sehe doch so nix. Ich bin doch blind. Lass das. Ich bin mal gespannt, wie das Pony-Championat dann auch aussehen wird, wenn es überarbeitet ist. Ich bin auch tatsächlich das neue Moreland-Championat und auch das Vorpinter-Championat noch nicht geritten. Beziehungsweise das Moreland-Championat bin ich nur einmal Probe geritten. Das Vorpinter-Championat noch gar nicht. Bin ich ja mal gespannt, wie sie das dann auch überarbeiten. Ich glaube, wir sind aber gleich da. Ah, okay, da hätte ich abkürzen können. So. Ja, komm. Ich bin immerhin noch sechster Platz gewesen. Schön. Gut. Jetzt habt ihr gesehen, wie sich das Pferd macht, wenn es Championat reiten muss. Naja, hätte es eine bessere Reiterin dabei, wäre es wahrscheinlich auch besser. Aber egal. Ja. Das ist meine liebe süße June. Sie wird uns ab sofort jetzt begleiten. Wir werden mit der Story-Quest jetzt als nächstes weitermachen. Ja. Das wollte ich eigentlich noch gesagt haben. Eigentlich hatte ich vor, noch mit Foxy die Quest von, der Baroness mit der neuen Rennstrecke zu machen. Allerdings gab es ja jetzt 2 Wochen lang diesen Bug, dass dort keiner langreiten konnte wegen dieser Mauer, die da ist. Deswegen wollte ich die Quest jetzt nicht machen. Hab dann Foxy austrainiert gehabt und dann haben sie es rausgepatcht. Jetzt kann man da wieder lang reiten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Foxy aber schon austrainiert gehabt. Deswegen werden wir mit Foxy diese Quest jetzt nicht machen. Sondern natürlich dann wahrscheinlich mit June oder mit einem nachfolgenden Pferd. June wird uns auch nicht so lange begleiten wie Foxy. Das steht auch definitiv fest. Einfach weil Foxy natürlich sehr, sehr lange bei uns war. Ich denke mal, dass June uns wieder so vielleicht 3 Monate begleiten wird. Vielleicht auch nur 2, mal gucken. Ja, gut. Das war's dann von mir
Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, wir machen jetzt in der nächsten Folge mit der Story-Quest weiter. Ich werde June aber noch ein bisschen leveln zwischendurch, damit wir nicht ganz so langsam sind. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!